Hallo, mein Name ist Andreas Fies, ich bin 42 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, habe vor 7 Jahren hier ein Haus mit Wald- und Ackerfläche gekauft. Dann musste ich mich entscheiden, okay, was will ich machen, habe die Pachtverträge mit den Landwirten gekündigt, habe erstmal angefangen, Blühstreifen einzusehen und hier was für die Bienen und für die Insekten zu tun. Dann hatte ich über die Uni-Vorträge hatte ich Kontakt zu Christoph und zu Triebwerk bzw. Streuobst e.V. Und dann habe ich überlegt, was kann ich machen, hatte ein wenig gegoogelt und habe dieses Agroforst-System sehr interessant gefunden. Und dann mit Unterstützung von Triebwerk haben wir dann halt geschaut, was können wir in Kombination Agroforst, Erhalt des Ackers für im Klimawandel und Erwärmungssituation haben und was kann ich für meine Bienen tun. Und so sind wir halt hier zu diesem Projekt gekommen und ich freue mich heute, dass so viele Leute hier sind zur Unterstützung und freue mich, dass wir hier heute das alles machen können bei schönem Wetter. Ich bin Christoph von Triebwerk, dem Startup für Agroforst Bildung, Beratung, Planung. Wir haben dieses Agroforst-System bei Förste, es ist in der Nähe von Osterode am Harz, geplant und setzen das heute auch gemeinsam mit fast 20 Freiwilligen hier um. Der Träger dieses Projekts ist der gemeinnützige Streuobst e.V. aus Göttingen und finanziert wird dieses Projekt von Patagonia, dem Outdoor-Hersteller aus den USA. Das Besondere an diesem System ist, dass wir Bäume mit der landwirtschaftlichen Nutzung kombinieren. Das heißt, wir haben zwischen den Bäumen 20 Meter Platz, 2 Meter Baumstreifen, das heißt 18 Meter bleiben für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Somit können hier heute Blühstreifen, aber auch morgen Weizen zum Beispiel angebaut werden. Mein Name ist Laura und ich komme hier direkt aus Förste und bin heute super froh, hier dabei zu sein. Denn Agroforst, ja, in meinem Studium der Landwirtschaft, ich bin in Bernburg in Sachsen-Anhalt und da ist das irgendwie noch nicht so ganz angekommen. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass jetzt hier auf dem Acker was passiert und wir als Landwirtschaft hier vor Ort im Dorf schon mal was bewegen können und in die Richtung was machen, dass wir eine Lösung suchen für dieses große Problem Klimawandel und Artensterben und diese ganzen Sachen. Wir haben zu Hause Hühner im Mobilstall und da wäre es halt eigentlich auch noch eine Idee, den Hühnern wieder so einen kleinen Wald zu geben, weil sie ja eigentlich Waldbewohner sind. Und Agroforst wäre da auf jeden Fall eine Lösung. Genau. Ja, ich bin der Tristan. Ich habe in Zusammenarbeit mit Triebwerk hier das Agroforst-System geplant. Ja, also wir haben hier auf der Fläche 12 verschiedene Baumarten stehen. Manche von denen kombinieren sogar alle drei Sachen. Also Wertholz, Bienennahrung und Nahrung für den Menschen. Genau, wir haben zum Beispiel Walnuss, Birne, Apfel, Kirsche, ganz klassische Streuobstbäume mit drin und dann ausgefallenere Bäume wie den Bienenbaum und den Schnurbaum als Bienennahrung im Herbst. Und dann noch so Wertholzbäume wie Elsbeere, Mehlbeere, Speierling. So dass man hier noch eine weitere Wertschöpfung auf der Fläche hat, neben dem Ackerbau, der dann hier zwischen den Baumstreifen stattfinden soll. Die Bäume haben alle einen unterschiedlichen Abstand zueinander, sodass sie ihre Krone komplett entwickeln können und somit im Wachstum nicht behindert sind. Hi, ich bin der Janosch von Triebwerk und mit dem kleinen System, was wir hier pflanzen und auch ausprobieren, um eben eine gewisse Spielwiese zu haben für bestimmte Ideen, die wir haben, wollen wir eben einige Sachen demonstrieren, laden aber auch ganz viele andere ein, da teilzunehmen, weil wir mit Triebwerk eben auch die Idee haben, Finanzierungskonzepte für die Agroforstwirtschaft zu erstellen, wie hier in dem Fall auch. Hier gibt es den Outdoor-Spezialisten Patagonia, der hier eine finanzielle Unterstützung leistet, wodurch wir eben die Möglichkeit hatten, hier dieses System zu pflanzen. Und auch im größeren Maßstab ist sowas möglich und wir stellen uns vor, dadurch eben eine größere Anteilhabe durch Gesellschaft und auch Wirtschaft an solchen innovativen, tollen Systemen zu haben. Dementsprechend eine Einladung an alle. Melden Sie sich, wenn Sie Interesse an sowas haben. Wir haben auf jeden Fall Partner in der Hinterhand, um sowas zu ermöglichen.
Ja, hi, mein Name ist Niki Haag von Triebwerk und ich erzähle euch noch ein bisschen über unsere Arbeit, was wir von Seiten Triebwerk aus machen. Wir machen zum einen Beratung und Planung für Agroforstsysteme, also für Landwirtinnen und Landnutzerinnen, die Agroforstsysteme eben bei sich etablieren wollen. Das ist vor allem nötig, weil das eigentlich in der gängigen Praxis kaum angekommen ist bisher und es auch viele Rechtsfragen gibt, die noch unklar sind. Durch die die Agroforstwirtschaft in sich eigentlich benachteiligt wird, also sprich im Bereich Förderung zum Beispiel. Und da geben wir Hilfestellungen eben. Und wir sorgen auch für eine, also ein Teil unserer Aufgabe ist, eine Zweitfinanzierung von außen zu bekommen, also von Leuten, die vielleicht nicht in der Landwirtschaft selbst arbeiten, aber eben in dem Pflanzen von Bäumen eine sinnvolle Tätigkeit sehen oder auch als nachhaltiges Investment zum Beispiel. Also wir vernetzen also dann die Landnutzerinnen mit den entsprechenden Finanziers und sorgen für die sichere Umsetzung von Planung bis Pflanzung. Hier in der Gegend gibt es Rotwild und bei Rotwild müssen wir die Bäume ganz besonders gut schützen. Deshalb haben wir einen Baumschutz ausgewählt, der auf 2 Meter Höhe geht mit starken Robinienpfosten, sodass die Bäume optimal geschützt sind. Auch Wühlmäuse gibt es auf der Fläche. Das heißt, wir haben auch bei einigen, den wertvollen Bäumen, auch einen massiven Wühlmausschutz angebracht.